Oh mein Gott, hast du das ge... Sie steht da. Sie steht da. Roman, sie kommt hier rein. Nein, nein, sie geht... Oh mein Gott, sieht sie uns? Nee, nee, sie geht hoch. Sie geht hoch. Alles gut, alles was gut. Was tut sie? Oh Gott, ich hoffe, die Kuh ist vor uns. Nein, sie verschiebt mich. Kommt. Zwei Kühe. Doch, sie kann es eigentlich... Wir sind unsichtbar. Sie, nein, da ist sie wieder. Nein. Oh mein Gott, sie hat uns gesehen. Roman, die Sonne geht... Beiß deinen Fisch an, Alter. Das mit diesen komischen Keksen, ist jetzt nicht mal genug? Ist jetzt nicht mal genug? Karotten und alles. Ich hab doch gar keine Rosinenkekse mehr, Roman. Nee, ich brauche jetzt mal ein bisschen wieder Fleisch nach dieser ganzen vegetarischen Geschichte. Komm schon, beiß an. Ja! Nein! Ich hab ihn! Bitte gib ihn mir! Und ich werf ihn wieder ins Wasser, damit er leben kann! Jetzt! Okay, Roman, es wird dunkel draußen. Roman. Ach, Roman. Oh, das ist so gemein. Der arme, kleine, süße Fisch. Guck mal, wie süß der aussieht. Da vorne liegen noch Kekse. Wir sollten langsam weg hier vom Angeln. Oh mein Gott, das sind Rosinenkekse. Ich habe aber immer gehört, dass Kekse im Wald, die haben meistens nie was Gutes zu tun haben. Ach, Quatsch, das sind Rosinenkekse. Das sind die besten Kekse der Welt. Die hole ich mir jetzt einfach. Ich habe auch noch ein bisschen Aprikosensaft hier so. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen eh gucken, wo wir jetzt lang gehen. Guck mal, da vorne ist ein Hund. Der guckt uns an. Meinst du? Ja. Ich würde nicht so gerne gegen Wölfe im Wald irgendwie antreten, weißt du, weil der ihr Territorium ist ja der Wald. Und wenn du einen einzigen Wolf böse machst, dann wirst du dementsprechend auch mehrere. Also meinst du, wir sollen den anderen Weg... Ah, Gott, hör auf, mich zu schlagen! Okay, dann gehen wir den anderen Weg lang, mal gucken. Alter, da steht ein Haus. Ein Häuschen, ein cool. Kleines Haus. Da können wir uns bestimmt vielleicht können wir ja fragen, ob wir da irgendwie... Warum ist eigentlich die Keksspur bis zum Haus? Meinst du, die wollten den Leuten zeigen, wo die übernachten können? Der hat einfach, das ist bestimmt voll nett gemeint. Einfach nur so einen riesigen Beutel mit Keksen getragen. Wahrscheinlich, und sie waren einkaufen. Die ihn holen dürfen. Ey, voll nett. Hallo? Guten Tag. Hallo. Geht da keiner ran? Hallo? Okay. Hallo. Ist jemand zu Hause? Ich meine, da steht Willkommen drauf auf der Matte. Vielleicht, ich mach mal die Tür zu. Guten Tag. Guten Dach. Oh, hier ist sogar ein Kamin. Hier brennt noch ein Feuer. Das heißt, hier war definitiv jemand. Sonst wird ja das Feuer nicht mehr brennen. Ne? Das ist so ein schöner Stuhl vor dem Feuer. Das passt wieder zu dir, ne? Schöne Sache. Ja, weißt du was? Ich werde jetzt mal gucken, ob ich... ich weiß es nicht, ob hier jemand wohnt. Hier sind schon viele Spinnen. Aber wir sollten für dich auf jeden Fall mal was zu essen suchen, Roman. Weil du hast ja so nur diesen... So eine Fleischkeule wäre schon... Gurkensuppe. Oh, voll lecker. Gurkensuppe ist super lecker. Hast du jemals Gurkensuppe gegessen? Fleischsuppe. Oh, Roman, Gurken sind voll lecker. Also, okay. Was machen wir denn jetzt hier? Wollen wir hier schlafen? Ich glaube nicht, dass... Ich weiß nicht, ob jemand hier ist. Ich habe eine Idee, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Wenn es schon in diesem Haus nichts zu essen gibt, dann bestellen wir uns einfach eine lässige Pizza. Hast du dein Handy dabei? Gibt's hier nicht irgendwo ein Telefon? Ja, hier gibt's kein Telefon. Wir sind hier in der Hütte im Wald, hier gibt's kein... Nein, ich meine, hier gibt's Fernseher. Alter, wenn die schon einen Fernseher haben, Alter, der ist noch an, Roman. Der Fernseher ist sogar noch an. Telefon. Wo gibt's denn hier ein Telefon? Hier ist eine kleine Uhr. Das heißt, die können gar nicht, die kommen bestimmt gleich wieder. Bin mir sicher. Die haben ihr Telefon mitgenommen. Hallo, ist irgendjemand da? Vielleicht sind die auch gerade hier irgendwo am Haus. Ich weiß es nicht. Die haben ihr Telefon vielleicht irgendwo woanders? Ja, vielleicht haben die jemanden anrufen. Da hinten ist noch irgendwie ein Gebäude, vielleicht ist da was? Nee, das ist ein Kuhstall. Okay, nee, da ist nichts drin, keine Ahnung. Ja, aber wie bekommen wir jetzt ein Telefon? Ich weiß es nicht. Wir könnten auch theoretisch, was? Was können wir theoretisch? Nee, theoretisch könnten wir auch draußen aufs Feld gehen und ein bisschen Karotten und sowas ernten. Da ist doch eins drin. Was? Hier, da ist ein Handy drin. Da ist ein Handy drin. Und ein Buch. Im Buch steht drin, Telefonbuch, Pizza Momos oder Burgerland. Pizza Momos oder Burgerland? Ich hab Bock auf Burger. Ich hab Bock auf Pizza. Aber... Alter, wir müssen definitiv Pizza. Ich hab gesagt, erster Pizza, wir werden keine Burger bestellen, wenn ich gesagt habe, Pizza. Ja, okay, von mir aus. Gib die Nummer ein. Gib mal her das Buch. 01546. Ja. 489-41551. Das war's. Okay. Schönen guten Tag, hier ist Easy Cheesy. Ich würde gerne eine Pizza bestellen. Was willst du für eine Pizza haben? Ich möchte auf jeden Fall eine Pizza Hawaii mit extra Schinken. Also wir hätten gerne eine Pizza Hawaii mit extra Schinken und eine vegane Pizza, bitte, mit veganem Schinken. Mit auch ein bisschen Schinken drauf. Okay, sie kommen her. Sie kommen zu uns? Wir wohnen in der Hütte im Wald. Wenn sie uns suchen, ich mache eine kleine Spur aus Keksen. Auf der Matte steht Willkommen drauf. Genau, auf der Matte steht Willkommen drauf und hier liegen überall Kekse. Sie werden uns schon finden, wenn sie uns... Wie sie kommen? Okay. Bringen sie auch eine Pizza mit?
Sie kommen uns heimsuchen? Wie, sie suchen uns heim? Was soll denn das jetzt? Okay, das ist... Sie sucht unser Zuhause, Pizzeria, hat sie gesagt. Momo. Unser Heim. Okay, die kommen... Also, die haben gesagt, die kommen auf jeden Fall vorbei. Heute Nacht, wenn wir schlafen, suchen die uns heim. Vielleicht brauchen die einfach ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Boah, die haben jetzt auch... Naja, keine Ahnung. Okay, ja, hoffentlich okay, kommt das dann bald. Wird schon irgendwie klappen. Ja, machen wir mal wieder zu. So, hast du auch gesagt, dass ich extra Schinken möchte? Ich hab, nee. Also doppelt Schinken? Aber vielleicht können wir ein bisschen was von dir abschneiden oder so und das mit auf die Pizza machen. So ein Nein, Stück von ich wollte mit extra Schinken und ohne Ananas Pizza Hawaii. Okay. Ich wollte doppelt Schinken. Ja, dann werden wir das denen sagen, wenn die kommen. Denn ich sag einfach, ich behaupte einfach, ich hätte das gesagt. Ja, ich behaupte einfach, ich hätte das gesagt und wenn die es falsch bringen, dann kriegen die Ärger oder sowas. Sie geben mir mal aus, dass ich möchte Fernsehen gucken. Oh mein Gott, krass, die haben einen Killer gesucht irgendwie im Wald. Und irgendwie haben so zwei Leute wieder geheiratet. Ja, ich schau gerade die Nachrichten wieder, weißt du? Oh mein Gott. Ja, du weißt, seit neuestem gibt es wahrscheinlich einen Killer im Wald oder sowas in der Art. Aber ich habe das jetzt alles schon 100 Mal gesehen. Ich schau mir lieber Oh Gott, du hast den Fernseher ausge... Okay, ich habe gerade Schreck bekommen, weil das irgendwie im Fernseher so komisch war. Oh, crazy, Mann. Warte mal, ich höre was. Das ist der Fernseher, oder? Ja, hast du den Fernseher? Grad, wie man Toast macht. Wie man Toast macht. Ja, ja, genau, warte. Weil ich Mann, ich hoffe, dass unsere Pizza gleich kommt. Ah, den Toast mach mal einstecken. Mach mal aus hier. Was? Oh nein, das war das? Explodiert bei dem. Was? Ey. Das klingelt. Oh Mann, die Pizza ist da. Hat's geklingelt? Die Pizza ist da. Guten Tag. Hallo? Wo ist denn der Pizzaservice? Es hat doch gerade geklingelt. Hat's geklingelt? Nee, ich glaube, das war nur... Nein, es hat geklingelt, Roman. Hundertprozentig hat's geklingelt. Ich hab das gerade gehört. Oh Gott, da ist die... Hä? Da ist eine Pizza. Die klebt der an der Wand. Warum? Wer klebt denn eine Pizza an die Wand? Das ist meine... Das ist sogar meine Pizza Hawaii. Echt? Ist es Pizza Hawaii? Oh mein Gott, aber wo ist meine vegane Pizza? Oh, ich liebe Pizza Hawaii. Siehst du, die hatten sowas meine vegane Pizza ist gar nicht... Deine Pizza ist voll der Schrott, Alter. Da müssen kleine, süße Schweinchen für sterben. Ich mag keine Schweinchen essen. Erst mal vor dem Fernseher hocken und ein bisschen... Wo ist meine Pizza hin? Wo läuft eigentlich die ganze Zeit diese Musik? Ich weiß es nicht. Das ist da... Ich glaube, das ist der Fernseher, oder? Nee, ich hab den Fernseher... Hörst du was? Ich höre nicht. Mach das doch mal aus, ey. Das ist meine Lieblingsserie. Das ist echt Musik hier. Warte mal. Hör auf die ganze Zeit. Nein, ich will kein Fernsehen gerade. Oh Gott, ey, ich habe keine Lust mehr, Roman. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit. Ich setze mich einfach hier so ein bisschen. Toast-Sendung. Roman? Toast. Roman! Ich frag mich halt, Roman! Wie diesen Toast immer machen, ey. Roman, hier ist jemand. Was ist denn los? Hier draußen sitzt jemand. Wo denn? Da unten sitzt jemand am Feuer, siehst Ach, du den? Du, der Kopf vom Lars, meinst du, der ist doch Nein, hier unten am Feuer, guck doch mal ans Feuer. Roman, da ist doch jemand. Oh Gott. Oh. Ha! Oh mein Gott. Roman, das ist Momo. Wer ist denn Momo? Das ist unser Pizzalieferant. Oh mein Gott, das ist Momo. Komm rein. Hey, Junge, der hat ja ein Schwert, Alter. Nein. Mach den Fernseher auf. Komm mit, nimm den Fernseher mit. Komm mit. Geh nach oben. Ist das der Dachboden? Oh Gott, Roman, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, auf den Dachboden zu gehen. Mach. Okay. Leise. Das war Momo. Wieso? Oh mein Gott, da ist er. Guckst du gerade jetzt wieder Fernsehen? Ist es dein Ernst, Mann? Da draußen ist ein Momo. Und du guckst hier einfach Fernsehen? Okay. Was machen wir denn jetzt? Anderes. Ich nehme den Fernseher wieder mit. Ich weiß es nicht. Gott. Hey, guck mal, da ist ein Loch in der Wand. Da ist ein Loch in der Wand? Oh Gott, ich hoffe nicht, die kommt hier rein. Die kommt hier bestimmt rein. Roman, wir haben Momos Pizzeria angerufen. Was ist da? Hey, ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, das ist irgendein Geheimgang hier. Warte mal, da ist ein Knopf. Gehört. Da ist ein Knopf. Siehst du den? Welchen Knopf? Da! Warte. Kannst du den drücken? Warte, ich versuch's. Ja! Yay! Tatsache. Oh Gott! Au, ich bin durch. Drin? Ja, warte mal, du kannst reinkommen. Oh, crazy. Okay. Was ist okay, das alles für cool. ein Geheimgang? Ich weiß Ey, nicht. Warte, guck mal, ich habe immer noch meine leckere Aber wir machen das weg. Guck mal, jetzt kommt sie hier nicht mehr rein. Jetzt bringt der Knopf nichts mehr. Das heißt, hier sind wir sicher. Okay. Die kommt hier nicht rein. Ah, oh mein Gott! Mann. Oh mein Gott! Roman, geh hier nein. hoch, geh hier hoch, geh hier hoch! Izzy, du kannst hochkommen. Oh mein Gott, ich bin da. Okay. Oh mein Gott, was crazy, macht sie denn da? Oh nein, die kommt uns hinterher, Roman, sie ist hinter uns. Spring! Okay, lass bei den Kühen rein, genau, wäre ich auch voll. Mach die Tür auf, Roman, mach die. Nein, die Kuh läuft raus, okay. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Lass verstecken oder so. Was wir tun, als wären wir eine Kuh. Warte mal. Was kann ich machen? Ich geh runter. Ich weiß es nicht. Wie verstecke ich mich? Versteck dich einfach für irgendwie. Wir liegen jetzt hier hinter der Kuh. Oh mein Gott, hast du das? Sie steht da. Roman, sie kommt hier rein. Nein, sie geht. Oh mein Gott, sieht sie uns? Nee, sie geht hoch. Sie geht hoch. Alles gut. Was tut sie? Oh Gott, ich hoffe, die Kuh ist vor uns. Nein, sie verschiebt mich. Zwei Kühe. Sie kann es eigentlich. Wir sind unsichtbar. Nein, da ist sie wieder. Nein. Oh mein Gott, die hat uns gesehen. Sie hat uns gesehen. Oh Gott, Roman. Bitte lass uns weg hier. Ich will raus aus dem Wald. Hilf
Oh mein Gott, oh mein Gott. Roman, oh, crazy. Alles gut? Alter, ist sie, lass ist sie weiter weglaufen. Roman, lass weglaufen, lass weglaufen. Oh, warte, kommt warte, sie uns warte, hinterher? Warte, warte. Es läuft meine Lieblingsserie. Roman, ist jetzt nicht die richtige Zeit, Fernsehen zu gucken? Das, Momo. Villager News. Ist sie? Alter, Roman, wieder, sie ist da! Das ist nicht dein Ernst. Nimm diesen Fernseher. Was? Bitte, lass uns hier weg. Lass uns weglaufen. Nein, da ist sie. Oh Gott. Komm hier nach links, komm hier nach links. Okay, okay, ich bin da. Hier durch den Wald, durch den Wald, durch den Wald. Nein. Oh, hier um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Okay. Komm mit, komm mit. Ich bin da. Ich bin da, Roman. Okay, und jetzt hier rein, hier rein. Okay, wir verstecken uns vor ihr. Spring, spring, spring. Spring. Dann bist du schneller. Dann okay, bist du schneller, ich springe. Wenn du springst unter Wald. Okay. Okay. Hier sind wir sicher, oder? Ich glaube, wir sind hat hier sie sicher. Hat sie uns gesehen? Ja, die läuft jetzt durch den Wald. Wir müssen jetzt wirklich warten, bis die weg ist. Und okay. Dann, wenn sie weg ist, dann gehen wir irgendwann heim und nehmen das Auto wieder nach Hause, okay? Ich habe Angst, dass sie irgendwo ist, Roman, dass sie uns sieht. Ich esse jetzt meine Pizza. Kannst du mir meinen Fernseher kurz wieder geben? Nein, du kriegst deinen Fernseher nicht. Du fängst nur schon wieder an, Fernsehen zu gucken. Meinst du, sie ist weg? Meinst du, sie ist weg? Ich glaube schon. Ich sehe sie halt schon. Nirgends. Sie ist also bestimmt weg. Können wir wieder Fernsehen gucken? Nein, wir können jetzt kein Fernsehen gucken. Lass uns einfach hier lang gehen. Gehen wir wieder ins Haus? Nein, wir gehen nicht ins Haus. Wir suchen, wir müssen hier weglaufen. Ich weiß, es ist ein Dorf in der Nähe. Oh, ah, da ist sie! Hilfe! Oh, oh Gott!